Buongiorno ragazzi, ey, wie geht's euch, meine Freunde? Herzlich willkommen hier bei Plate Up. Plate Up ist ein Spiel, wo du musst ein Restaurant führen. Boah, ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist gerade. Und mit diesem Restaurant, deine Gäste kommen rein, Tag für Tag. Junge, das hört nicht mehr auf. Kein Problem, wir sind da. Ey, Luigi, mach dir das Essen wunderschön für die Gäste. Meine Steaks sind verbrannt. Nein. Und wenn dieser Gast die Geduld verliert, dann hast du verloren. Dann ist ja kein Problem, dann hast du verloren, musst du nochmal neu anfangen. Aber wo ist das Problem? Hey, ragazzi, come va? Come sta la famiglia? Und wir legen los. Ein Steakhouse, ein italienisches Steakhouse. Viele denken immer Pizzeria, Restaurante, sonst was. Wir nehmen Steakhouse, ist ja kein Problem, es schmeckt super gut. Also okay, da kommen die Gäste rein. Da haben wir, da ist offen, die Küche ist offen. Oh, das ist gut, die nehme ich. Und dann legen wir los. Andiamo, ragazzi, andiamo, amici, hey, gute Sache. So, wir haben hier Booking Desk. Krass. Das heißt, wir rufen damit Leute an. Wir reservieren einfach. Ist ja kein Problem. Ist ja kein Problem. Aber ich würde die Ablage wahrscheinlich gar nicht benutzen, sondern ich würde das wahrscheinlich irgendwie so machen. Irgendwie so machen. Es muss ja irgendwie pragmatisch. Es muss ja praktisch sein. Warte mal kurz. Müll brauchen wir gar nicht bei Steak. Das weiß ich. Und genau. Warte. Teller machen wir hier hin. Teller machen wir hier hin. Safe Call. Und dann würde ich sagen, wir machen hier Waschbecken hin. Ah, ne, hier machen wir Waschbecken hin. Genau, dass wir schnell waschen können. Und dann machen wir uns... Boah, jetzt wird's critical. Jetzt wird's critical. Warte mal kurz. Wir machen hier die Teller hin. Wir machen da ein bisschen breiter. Genau, und hier mache ich die Kochnischen hin. Ich muss ja schnell an die Tische kommen. Das ist ja im Prinzip so Zeitding. Ne? Also ich muss ja irgendwie schnell an die Tische kommen. Hier würde ich sagen, waschen wir. Oh, mach mal waschen hier hin. Mach mal waschen hier hin. Genau. Und dann machen wir so. Okay, okay, okay. Und wir haben oben links, seht ihr es? Wir haben drei erwartete Gruppen. Also wir erwarten drei Gruppen und jede Gruppe ist nicht größer als zwei. Also immer ein bis zwei Leute. Das bedeutet, ich packe eins hier hin, block diesen Stuhl. Das heißt, die grünen Stühle sind dann die Sitzplätze. Hier habe ich noch einen schönen Durchgang. Und ich würde sagen, eins packe ich dann hier hin und block dann diesen Stuhl. Ich denke, das ist gut so. Und dann starten wir unsere erste Tage Eröffnung. Ah, Moment. Die Name von dem Restaurant muss ich sagen, Luigi. Luigis. Nein. Das ist ein Steakhouse. Wir nennen es einfach Bistecca. Bistecca ist auf Deutsch Steak. Bistecca da Luigi. Ja, perfekt. So nehmen wir das. Hey, Bistecca da Luigi. Oh, wunderschön. Mein Restaurant ist ja wundervoll. Los geht's. Also, wir bereiten die Teller vor. Und die Steak wird gebraten. Bitte, bitte setzen Sie sich. Was darf ich Ihnen bringen, meine Herren? Ah, Sie wollen beide eine Steak Medium Rare. Medium Rare. Kriegen Sie sofort. Bitte schön. Bitte schön, meine Herr. Buon appetito. Buon appetito. Danke für Ihren Besuch. Schön. Vergessen Sie den Teller nicht. Lass mich mal kurz abwaschen, das muss ja auch sein. Wir brauchen natürlich die Teller, die müssen hier in Reserve bleiben. Oh, hier ist ein bisschen Dreck auf dem Boden. Wundervoll. So, buongiorno, Signore. Sie wollen eine Steak Medium. Okay, kein Problem. Steak Medium. Ist ja gleich fertig. Darf ich Ihnen sonst noch etwas bringen oder so? Nein, ist ja kein Problem. Sie wollen nichts trinken, sicher. Okay. Ah, nee, das ist ja schon Steak durch. Okay. Natürlich, wusste ich das. Junge, ja. Buon appetito. Ach, scheiße, verdammte Kacke, ey. Können Sie nicht ein bisschen aufpassen? Wo ist mein Trinkgeld, verdammt? Jetzt langsam werde ich aber ein bisschen hier... Ah, das Game ist so cool, Mann. Okay, mal gucken, was wollen die beiden? Ich klatsch erstmal drauf. Bam, bam, bam. Einmal so, einmal so. Okay, einmal... Perfekt. Einmal Medium Rare. Und einmal Medium. Medium für Sie, Signore. Und einmal Medium Rare für Sie, Signore. Perfekt. Kein Problem. Ciao, grazie. Una
einmal abwaschen. Perfekt, das war unser Tag. Wir haben wunderschöne 32 Dollar verdient. 32 Euro. Euro. In Italien sagen die auch immer Euro. Euro. Okay, wir haben jetzt 4 Gruppen. Machen wir ganz kurz hier Platz. Was haben wir hier? Sync. Okay, Sync wäre gut. Wir brauchen auf jeden Fall Research Table. Den würde ich schon mal wegpacken. Damit kann man nämlich upgraden. Also immer da, wo man so ein Plus sieht, upgradable, kann man upgraden, indem man das dann später in den Research Table packt. Counter. The real unusing hero of any kitchen. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Trace Stand. Oh, das ist gut. Ein Trace Stand könnte man nehmen. Ein Trace Stand ist echt schon gut, ne? Aber ich finde, wir sollten... Ah, verdammt, ich habe das Telefon nicht genommen. Ah, egal. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Kein Problem. Kein Problem. Machen wir mal hier hin. Dann kann ich nämlich da schön greifen. Das passt. Los geht's mit dem zweiten Tag. So, Teller vorbereiten. Steak draufklatschen, sobald sie durch die Tür sind. Lass sie kurz nachdenken. Buongiorno, Signori. Darf ich Ihnen schon etwas bringen oder wollen Sie ein bisschen nachdenken? Okay, alles klar. Ist kein Problem. Ein bisschen Dreck machen. Der eine will Medium Rare. So, perfekt. Und ihr seht ja auch schon hier, die machen nämlich auch... Es passiert nämlich auch Dreck. Hier auf dem Boden ist halt Fett auf dem Boden. Das muss man sauber machen, weil das verlangsamt einen. Das verlangsamt einen. Jetzt schnell abräumen. Das ist ein Zeitspiel. Das ist ein Zeitspiel. Wir sind gut in der Zeit. Ich bereite schon mal die Teller vor. Erstmal räume ich ab. Der hat ja noch ein bisschen Zeit hier. Soll man nicht so ungeduldig sein, der Freund. Nur wie der über den Stuhl hängt. Richtig lässig. Ich mach mal kurz mein Fett hier weg. Das Fett vom Steak. Es hat gespritzt. So, dann hau ich mal ein bisschen was in die Pfanne und buongiorno. Sehr gut. Der will auch. Dann würde ich sagen, hier gucken wir einmal. Die wollen beide. Genau, okay. Das mache ich einfach hier mit. So. So. Mache ich das kurz sauber. Und wenn wir das sauber machen, dann müssen wir direkt bedienen, weil sonst ist es böse. Sonst ist es nicht gut. Also, der wartet nämlich schon draußen. Kunden warten draußen. Was ist hier los? Was ist hier los? Komm schnell rein, mein Freund. Ach so, ich muss ein Steak in die Pfanne hauen. Verdammte Scheiße, das wird ja immer schwerer jetzt. Bro, ich bin erst Tag 2. Wo ist meine Routine? Bitteschön. Einmal Medium Rare. Noch einmal Medium Rare. Schnell sauber machen. Ey, machen alle Dreck, ne? Die machen alle Dreck, die Kunden. Alle Kunden machen Dreck. Ganz kurz hier mal eben. So. Das war, glaube ich, auch der letzte Kunde. Die beiden hier. Ja, machen wir doch mal. Wir hauen mal schön hier Steak in die Pfanne schon mal. Und gucken dann, was sie möchten. Was möchtet ihr, meine Herren? Einmal... Okay, einmal Medium und einmal Medium Rare. Zack. Und einmal zack. Bitteschön, mein Herr. Auch für Sie. Guten Appetit. Buon Appetito. Immer müssen Sie Dreck machen. Und raus damit. Das scheint jetzt noch relativ einfach zu sein, wo ich aber auch sagen muss, wir sind gut dabei. Wir sind gut dabei. Also ich muss sagen, zweiter Tag. Bisschen gestresst bin ich ja schon, aber zweiter Tag. Einen Teller bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Ich würde gucken, dass wir definitiv jetzt mal den Research Desk machen. Wir müssen unbedingt gleich upgraden. Hier ist der Research Desk. Und dann würde ich sagen, damit wir mehr Teller haben. Ich weiß nicht, was noch mehr Teller... Gibt's da noch mehr Teller? Dumbwaiter? Nee. Also ich würde tatsächlich gucken, dass wir vielleicht hier... damit wir schneller braten. Ja, hier einmal upgraden. Und dann machen wir. Also man kann nämlich diese Herdplatten anscheinend noch upgraden. Und dann denke ich mir, stelle ich mir vor, dass da irgendwie ein Ofen kommt oder so. Oder eine dickere Herdplatte. Geht auch. Buongiorno, Signore. Hallo. Guten Tag. Setzen Sie sich. Wie viele Personen sind Sie alleine? Ist ja kein Problem. Was möchten Sie haben? Okay, eine Steak, Medium. Ah, wundervoll. Das ist ja gleich fertig. Geben Sie mir 2 Minuten. Ah, 2 Minuten nicht. Habe ich noch eine Tiefkühle gehabt? Der können Sie direkt haben. Schmeckt er? War alles in Ordnung? War alles in Ordnung? Hey, Signore, laufen Sie nicht weg! Laufen Sie nicht weg, bitte! Buongiorno, Signore. Ah, oh Gott, ey. So. Wir mal weitermachen hier. Den Dreck wegmachen, nicht vergessen. Weil der Dreck slowt uns. Der Dreck ist übel.
Der slowt uns brutal. So. Perfekt. Lass ihn mal ganz kurz hier upgraden. Damit wir gleich... Oh ja. Ich glaube, es ist eine stärkere Herdplatte einfach nur. Ich denke mal. Ja. So, der will einmal Medium Rare. Bitteschön. Perfekt, hat er mir wieder Dreck auf dem Boden. Alter, der kann ja gar nicht essen. Der kann hier überhaupt nicht essen. Oh, lass mich mal den Dreck auf dem Boden wegmachen. Der kann hier überhaupt nicht essen. Ich sag euch, wir werden hier wahrscheinlich früher oder später klicklich scheitern. Wir werden das nicht schaffen. Wir werden das nicht schaffen. Jetzt gerade ist ja noch alles gut, aber ich frag mich, wie sieht das aus, wenn wir dann Tag 13, 14 haben oder so. Ich glaube, es gibt 15 Tage. In einer Session. Wobei, es gibt Unlimited. Aber nach 15 Tagen kann man hier halt ein Franchise machen oder eben nicht. Da kommen wir nämlich gleich hin. So, jetzt mache ich jetzt mal sauber hier. Das war nämlich der letzte Kunde. Das war entspannt. Das war entspanntes Arbeiten. Beeilen Sie uns bald. Nee, das war der falsche Akzent. Ja, Junge. Okay. Aber jetzt... All customers come during rush time. Ah, alle kommen. Gleichzeitig? Bock nicht. Oder add thick steak as a main dish. Thick steak. Thick cuts steak take longer to cook. So prepare some in advance. Oh nee, Alter. Dann sollen sie lieber alle auf einmal kommen. Ich sag's, wie es ist. Noch mehr vorbereiten, da gehe ich ja unter. Da, hallo? Ich wollte nicht meine Spüle wegholen da. Okay, wir brauchen auf jeden Fall... Oh, Trainers! Aber die machen Mess. Also die machen Dreck. Das macht Dreck. Okay, aber es created auch. Also das macht Mess. Spreads Mess that you walk over. Ah, das ist nicht gut. Was haben wir hier denn jetzt? Was ist denn das? Safety Hop. Mal 0,75. Oh, Bro, was? Der ist langsamer? Oh, raus damit. Das brauchen wir nicht. Was können wir denn machen? Also wir können... Ja, okay, lass mich mal kurz ein bisschen konzentrieren, sonst auf den Sink. Vielleicht können wir den ja gleich upgraden. Lass mal ein Dining Table. Weil die kommen ja alle gleichzeitig, das wäre sonst echt fatal. Deswegen würde ich sagen, einer setzt sich... Oh Gott, einer setzt sich hier hin. Also zwei setzen sich da hin. Dann würde ich den hier freimachen, sodass dann ich hier durchlaufen kann, easy. Und das wird dann passen. Okay, lass uns das mal machen. Das sollte funktionieren. Aber Moment, ich habe gar nicht genug Teller. Wieso habe ich Teller nicht gekauft? Ich habe keine Teller gekauft. Okay, schnell. Das kann ich gar nicht rausnehmen, ne? Oh nein, das kann ich nur nach denen. Die kommen alle in der Rush-Time. Das heißt, jetzt kommt keiner. Es kommt jetzt keiner. Die kommen alle in der Rush-Time. Okay, sie kommen jetzt alle. Schnell. Los, denk nach, schneller. Und ihr auch? Perfekt. Zweimal. Okay, zweimal, dann packe ich direkt schon mal die anderen beiden Steaks drauf. Bisschen stressig die Situation, aber für uns kein Problem. Das kriegen wir hin. Einmal für Sie, Signore. Und natürlich auch einmal für Sie. Guten Appetit wünsche ich Ihnen. Sehr schön, eine Steak ist fertig. Und die zweite Steak ist auch fertig. Und dann, bitte, guten Appetit, buon appetito. So, und jetzt muss ich schnell sauber machen. Schnell aufräumen. Schnell. Ein bisschen den Mess wegmachen. Ich muss ja nicht alles wegmachen. Oh Gott, das dauert viel zu lange, glaube ich. Krieg ich das hin? Oh, das sollte gehen. Schnell mal hier einmal, zack, zack. Dann währenddessen einmal abräumen. Einmal fragen, was sie möchten. Einmal so. Genau, hier machen wir auch nochmal sauber. Perfekt, den Kunden, die haben wir jetzt schon mal, die Kunden. Zack. Und zack, die da oben sind jetzt aber durch. Dann räumen wir hier einmal ab. Und den Kunden da unten dürfen wir nicht vergessen, bevor seine Geduld vorbei ist. Bruder, ich muss mich beeilen! Mach schneller! Wasch ab! Gefährlich! Vor allem, das passiert jetzt ja die ganze Zeit. Okay, hier haben wir ein bisschen Zeit. Hier haben wir ein bisschen Zeit zum Waschen. Weil wir müssen nämlich warten, bis das Steak sowieso einmal komplett
Genau, bis es einmal durch ist. Dann nehmen wir den. Guten Appetit. Wichtig, wichtig, was wollt ihr beide? Zwei... Okay, Medium Rare. Kriegen wir hin. Zwei Medium Rare Steaks. Teller sauber. Zack. Zack, zack, zack. Und einmal hier. Oh, perfekt, das haben wir gut hingekriegt. Das haben wir mega, mega gut hingekriegt. Moment, Ragazzi. Hey, Feierabend. Gehen Sie raus. Schneller, schneller, schneller. Gehen Sie raus, sofort. Ja, perfekt. Richtig gut. Richtig gut. Richtig gut. Mega. Ey, wir haben hier... Warte mal kurz. Okay. Okay, wir müssen nachdenken. Was ist Sharp Cutlery? Place on table to have customers eat faster. Okay, ja gut. Ich würde sagen, wir brauchen mehr Teller. Definitiv. Wir brauchen mehr Teller. Wir brauchen mehr Teller. Lass ich die erstmal hier hin machen. Und dann brauchen wir hier... Was ist das? Wash Basin. Wash up to 4 plates at once, but cannot provide water. Nehmen wir. Nehmen wir. Wir wollen mehr waschen. Wir wollen... Also, wir wollen... Das sollte passen. Und hier machen wir dann die Reservewäsche hin. Also hier. Nee, Moment. Die machen wir hier hin. Nee, machen wir hier hin. Machen wir hier hin. Das sollte passen. Und hier, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Das kann ich hier hinpacken. Notfalls irgendwie. Ich kann es ja notfalls irgendwie mal da ablagern. Und dann machen wir so. Und dann machen wir so. Und dann machen wir die tauschen. Genau, dass wir hier auf jeden Fall genug Teller haben. Wir brauchen genug Teller. Genau, und die da oben brauchen wir jetzt erstmal gar nicht mehr. Und dann sollte das funktionieren. Jetzt müssen wir gucken, dass wir am besten noch ein Dining Table... Nee, ich glaube, drei Dining Tables reichen. Lass mal starten. Lass mal starten. Schön die Teller vorbereiten, Steak vorbereiten. Ich höre doch die Kunden, wie sie schon kommen. Wir bereiten ein paar Steaks vor. Ich probiere mal die Taktik. Vielleicht ist es ja besser, wenn man ein paar Steaks vorbereitet. Na, einfach jetzt hier schon mal zwei, weil... Sie kommen ja alle auf einmal. Das heißt, Vorbereitung ist das A und O eigentlich. Eigentlich ist Vorbereitung wirklich das A und O. So. Genau, und einmal so und einmal so. Das passt. So, dann machen wir das einmal hier hin. Wir legen es einfach hier ab. Und dann machen wir nochmal zwei Steaks. Genau, und dann haben wir nämlich hier eins. Dann haben wir hier eins. Und dann haben wir... Hier eins. Ah, nein, er braucht ein anderes. Nein, er braucht ein anderes. Ah, das Steak ist voll verkohlt. Das Steak ist voll verkohlt. Okay, das war jetzt gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Aber wir sollten gucken, dass wir da vielleicht ein bisschen besser mit arbeiten. Okay. Bring das raus einfach. Schmeiß einfach auf die Straße. Nein! Okay, einfach rausschmeißen. Genau. Okay, komm, Levis. Einmal konzentrieren. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Oh, die wollen alle ein Steak, was durch ist. Okay. Lassen wir sie einfach durchbraten. So. Einmal ein Teller. Einmal zack. Einmal zack. Dann brauchen wir nochmal ein Steak. Zack. Okay, 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 okay. Das könnten wir hinkriegen. Das könnten wir hinkriegen. Was wollen Sie, mein Lieber? Oh, Junge, ey. Das ist echt stressig, Mann. Ciao. Okay, wir brauchen noch eins. Das ist jetzt fertig. Perfekt. Dann können wir unsere beiden Kunden da oben einmal bedienen. Yes. Schnell, 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 schnell. Ja, sehr schön. Hier mal kurz sauber machen, dass wir hier gut durchkommen. Bruder. Okay, perfekt. Ich glaube, das war's. Ich glaube, mehr Kunden kommen nicht. Beehren Sie uns bald wieder. Ciao, Signore! Ciao, ciao! Okay, das war sehr gut. Wir haben $50 bekommen. Ich glaube, wir kriegen zu wenig Geld. Ah! Was? Okay. Zwei Perks, links oder rechts? Decreased Eating and Thinking Time. Also, ja, okay. Table Consumables have a chance to be reused. Halves Eating Time, but no... Okay, das ist nicht... Ich glaube, das ist nicht gut. Patience decreased slower when players nearby. Ich glaube, ich nehme das Rechte. Ist beides irgendwie nicht so toll. Aber dafür haben sie mehr Geduld. Boah, haben wir hier einen. Bruder, das sieht so nice aus.
Wir haben richtig guten Boden. Und in der Küche muss natürlich weiß sein. Nein! In der Küche muss weiß sein. Nein! Das war irgendwie nicht so. Dann so und so und so. Genau, so, so ist doch gut. So sieht doch gut aus. Haben auch Tapeten? Haben keine Tapeten. Okay, wir haben auf jeden Fall bei weitem nicht genug Geld für Möbel. Absolut nicht genug Geld. Absolut nicht. Was ist das? Corn Painting. Double Thinking and Patience. Ja, ja, nein. Nein, ich glaube, das würde ich nicht nehmen. Aber wir haben nur schlechte Sachen. Wir müssen einmal rerollen. Wir können nämlich hier draußen Blueprints rerollen. Ich will meinen Namen nicht ändern. Mein Name ist gut. Bookcase. Es gibt alles nur einen Punkt. Also wir brauchen jetzt Punkte quasi, damit wir halt die Perks freischalten. Aber die Sachen sind alle nicht gut. Ich probier's mal ohne Punkte, komm. Ich probier's mal ohne. Ich denke, so ein dicker Unterschied wird das jetzt nicht sein. Wir bereiten die Teller vor. Die kommen nämlich alle wieder zur Rush Hour. Und dann würde ich sagen, kochen wir schon mal ein bisschen vor. Es wäre gut, wenn ich nochmal einen Tisch hätte oder so. Genau, machen wir mal ein paar Raw Steaks hier. Medium Rare. Und dann... Und dann machen wir einfach nochmal zwei Medium, weil Medium... Nein, noch ein bisschen länger. Weil Medium wird bestimmt gegessen. Signore. Ja, eine Medium und eine gut durch. Perfekt, das Fett machen wir hier einmal weg. So, dann wollen wir nochmal Bestellung nehmen hier. Also, Kollege Helmut, du willst einmal das hier. Ah, das kann ich nicht. Ich stell's mal ganz kurz. Ah, ich kann's nicht abstellen! Okay. Du willst einmal das hier. Du, ja, perfekt. Und du ihr möchtet einmal so und so. Also brauche ich hier zwei, ein neues Steak. Aber ich kann das schon mal vorbereiten. Ich kann das schon mal vorbereiten. Ich muss nur darauf achten, dass ich mir das runternehme. Zack. Zack. Okay, das schnell runternehmen, bevor es anbrennt. Und weiter geht's. Was ist mit euch beiden? Genau, zweimal durch, einmal so, die habe ich. Die habe ich. Perfekt, dann haben wir einmal so, einmal so, einmal so und die habe ich auch. Sehr gut. Ich muss den Dreck wegmachen, zwischendurch. Das ist sehr gut. Den Dreck brauche ich nicht wegmachen, aber den sollte ich wegmachen, den sollte ich wegmachen. Und dann müssen wir abräumen, wir müssen abräumen. Draußen bildet sich schon eine Schlange. Wir müssen abräumen! Schneller! 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 Okay, das ist, glaube ich, aber der letzte Gas. Deswegen können wir hier einmal zweimal durch. Okay, wir machen zwei durch. Zack, 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 zack. Ja, ich glaube, wir kommen richtig gut da rein jetzt. So. Einmal durch. Einmal durch. Wundervoll. Habt ihr beide schon mal was zu essen? Das ist jetzt Tag 6. Eigentlich geht es. Also ich würde sagen, es geht. Ich würde sagen, es geht. Guck mal, der will nur ein Medium Rare. Das ist schnell gemacht. Abwaschen nicht vergessen. Der ganze Laden ist dreckig. Der ganze Laden ist dreckig. Leute, tut mir einen Gefallen. Geht niemals essen in solchen Läden, die halt wirklich so dreckig sind. Junge. Nein, ich hab das Steak verkackt. Verdammte Scheiße, er wartet. Der Kunde wartet. Verdammte Scheiße. Okay, das kriegen wir hin. Easy. Zack. Zack. Ciao, grazie. Es ist der Ladenschluss. Ladenschluss. Bistecca da Luigi schließt. Okay. Immer mit der Ruhe. Wir haben es hingekriegt. Immer mit der Ruhe. Kriegen wir gut hin. Desk can only be used once per day. Das nehme ich. Das nehme ich. Das ist okay. Ich glaube, das ist nicht allzu schlimm. Dishrack brauche ich jetzt tatsächlich nicht. Ja, das ist. Es wird jetzt, ich sag mal, es wird jetzt etwas problematisch. Es wird etwas problematisch. Warum wird es problematisch? Ganz einfach. Ich mach mal so. Ich muss nämlich schauen. Es werden ja immer mehr. Ich muss schauen, dass ich irgendwie am besten einen Ofen kriege. Aber dadurch kriege ich ja keinen Ofen. Dadurch kriege ich keinen Ofen. Verdammt, ich krieg keinen Ofen. Ich krieg keinen Ofen. Wir müssen einfach loslegen. Ah, ich kann rerollen. Ich kann nochmal rollen.
Blueprint Cabinet Meat. Provides Meat. Meat? Wie provides Meat? Fleisch, ja, aber... Ich weiß nicht genau, was es bedeutet. Place a dish here to encourage customers to order it. Floor Buffer. Das könnte tatsächlich sogar richtig gut sein, aber ich würde noch einmal rerollen. Oh nein, das war dumm. Das war richtig dumm. Work Boots, naja, das war richtig dumm. Ich würde den Floor Buffer einfach mal nehmen und ihn hier reinpacken. Und dann gleich upgraden. Und dann kriegen wir, glaube ich, einen automatischen Floor Buffer. Also ein Gerät, was automatisch putzt. Ich glaube, oder einfach schneller macht. Ach so, ja doch, ein paar Steaks vorbereiten, das wollen wir ja noch. Eigentlich wäre so ein Tisch echt gut. Zwischendurch noch. Ich glaube, du kriegst einfach nicht mehr. Ah, wir müssen sauber machen. Komm, wie lange das dauert auch, ne? Wie lange das auch dauert, diesen Ölfleck auf dem Boden zu beseitigen. In der Zeit kommen gleich schon Kunden, ich sag's, wie es ist. Da kommen sie doch schon. Boah, drei Kunden, gib ihn. Das kriegen wir hin. So. Was möchten Sie? Was möchten Sie? Was möchten Sie? Das ist für Sie? Dann brauche ich nochmal zwei, die durch sind. Ich brauche zwei Steaks, die durch sind. Kriegen wir hin. Ist keine Probleme, Signore. Machen wir gerne, gerne, gerne. Gerne. Einmal für Sie, Signore. Und einmal für Sie, Signore. Kleinen Moment. Und einmal für Sie, Signore. Okay, ich schnell den Fettfleck. Der Fettfleck ist schlimmer als jeder Dreck, der draußen im Gastraum ist. Der Fettfleck bremst mich so hart. Okay, das brauchen wir weg. Was darf ich Ihnen beide bringen? Okay, dann hauen wir nochmal ein Steak drauf. Das andere haben wir schon mal. Oh, dann brauchen wir nochmal ein zweites Steak drauf. In der Zeit kann ich nochmal abwaschen. Das passt. In der Zeit können wir abwaschen. Hallo! Wasch ab! Einmal hier. Einmal da. Und dann passt das. Okay. Das Steak, was durch ist, oben genauso. Er wartet, der Kunde wartet. Die wollen immer zusammen essen. Das ist das. Wenn man die zu lange warten lässt, die wollen ja zusammen essen, dann verlieren sie richtig schnell die Geduld. Aber kann ich auch verstehen. Ich will ja auch zusammen essen, wenn ich essen gehe. Ich mache einen schönen Abend mit meiner Frau zusammen und das ist deine keine Probleme. Okay, das war jetzt irgendwie sowas wie ein bayerischer Italiener. Warum auch immer. Nee, das war eher sowas wie... Das war kein bayerischer Italiener. Das war eher sowas wie ein... Wie ein dresdnischer Italiener oder was. Keine Ahnung, Mann! Ich kenne mich mit Akzent nicht aus. Beehren Sie uns bald wieder. Das Steak ist verkocht, aber ist ja keine Probleme. Wir haben geschafft, die Tage 7. Hey, boy. Hey, hey. Ciao, grazie. Luigi, in der Cucina ist er gut. In der Küche ist er gut, die Luigi. Yo! Was ist das? Scrubbing Brush, Sink. Okay, ich glaube, not affected by mess. Das ist, glaube ich, insane. Damit wir nicht so viel Zeit verlieren in der Küche. Ah, das ist nur einer! Ja, okay. Ja. Ja. Schwierig. Okay, ich habe eine Idee. Dann machen wir so, weil das ja besser ist. Wir müssen ja hier, hier kann ja ruhig Mess sein, das ist ja kein Problem, aber hier nicht. Ich muss ja laufen. Ich muss ja laufen. Und dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier haben. Wir haben nämlich einen automatischen jetzt hier. Den packe ich einfach hier hin. Den packe ich einfach hier hin. Ah, verdammt. Verdammt! Verdammt! Boah, der kostet 250. Digga, der kostet 250. Der ist voll teuer. Ja, dann los, komm. Dann los. Kriegen wir hin. Es ist zwar ein bisschen schlecht jetzt, für mich sage ich, dass sie ja alle auf einen Schlag kommen, beziehungsweise die meisten Gäste kommen halt zur Rush-Hour. Das ist ein bisschen schlecht für mich, aber es ist okay. Ich denke, das geht noch. Tag 8 sollte noch klar gehen, was das angeht. Ich denke, das geht. Molto bene. Das geht molto bene. Ich mache erstmal die Steaks, die durch sind.
Weil die dauern ja am längsten. Die dauern ja am längsten. Und dann würde ich halt die anderen nehmen. Ich denke, das ist besser. Ey, können wir was hier reinmachen? Nein, können wir es hier reinmachen? Oh ja, da würde es gehen. Genau. Und jetzt gucken wir. So, sie wollen dann einmal so. Perfekt. Gut, dass ich die gemacht habe, die durch sind. Dann können wir die schon mal abgrasen hier. Sie wollen einmal zwei. Ja, das ist doch schnell gemacht. Das ist doch kein Problem. Aber das ist ja easy. Wenn die einfach nur etwas wollen, was... So. Ein Steak, was einfach medium rare ist, easy going. Kein Problem, das kriegen wir hin. Da auch nochmal raus. Und jetzt müssen wir nochmal ganz kurz hier gucken. Ja, oh, perfekt. Guck mal, weil ich alles so schön vorbereitet habe. Easy. So, und jetzt gleich sollten auch die nächsten Kunden kommen. Ich lasse mal ganz kurz essen, mach aber sauber währenddessen. Und räume auch schon mal ab, weil sonst kommen die anderen Kunden nicht rein. Genau. Das ist nämlich genau das, was ich sage. Einmal abräumen. Kurz mal eben sauber machen. Einmal abräumen. Jo, einmal durchwaschen. Lass den mal ganz kurz draußen warten. Kurz durchwaschen, genau, weil sonst können wir den nicht reinlassen. Perfekt. Und jetzt können wir hier einmal den auch nochmal reinlassen. Weil sie haben weniger Geduld, wenn sie draußen vorm Laden stehen, als wenn sie drinnen sitzen und auf die Bestellung warten. Also quasi, dass sie bestellen können. Ah! Verdammt. Da habe ich ein bisschen verkackt. Das habe ich gar nicht gebraucht. Okay, ich brauche auf jeden Fall... Schnell, 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 schnell. Ich brauche eins, was kurz anbrät. Und eins, was länger anbrät. Eins, was länger anbrät. Komm. Ja, perfekt. Perfekt, bring den das jetzt. Zack. Eins. Zack. Zwei. Schnell, der draußen wartet. Drei. Schnell abräumen, damit die rein können. Auch hier abräumen, damit die rein können. Oh, perfekt. Gut gemacht. Das kriegen wir hin. So, jetzt müssen wir hier Bestellungen aufnehmen. Einmal wenig, einmal viel. Boah, das kriegen wir hin, das ist kein Problem. Hier ist das mit wenig. Jo, das können wir in der Zeit schon rausbringen. Und einmal richtig schön durch. Einmal medium rare und einmal durch. Mal gut durch. Zack. Ja, nice. Das war der Kunde. Und die dreckigen Teller stapeln sich. Aber ich sag's, wie es ist. Die sauberen Teller, die Plates zu kaufen, war richtig, richtig, richtig gut. Richtig gut, okay. Es wird schlimmer. Ach, guck mal, wir kriegen auch nichts. Oh, ein Mob ist auch schon echt gut. Ein Mob ist eigentlich das, was wir wollen. Der kostet nur 20. Ja, komm. Den Mob, den nehmen wir. Leute, da kenne ich nichts. Den Mob nehmen wir, weil der Mob, wenn du den in der Hand hast, brauchst du nur noch über den Dreck rüberlaufen. Und wenn du das machst, ist der Dreck instant weg. Viel besser. Viel, viel besser. Und dann würde ich sagen, ja, ein Dining Table wäre auch nochmal gut. Dining Table brauchen wir noch. Den würde ich auch hier hin machen. Und den sperren, genau. Lass uns das mal so machen. Ich denke, das ist perfekt so. Und jetzt können wir auch direkt schon starten. Ein bisschen Geld sparen und dann passt das. Teller vorbereiten. Genau, Teller vorbereiten und dann passt das. Man könnte eigentlich hier die Spüle noch als Ablage benutzen, merke ich gerade. Wir benutzen das einfach als Ablage, dann passt das. So. Und dann müssen wir warten, bis Kunden kommen. Ich, Dummkopf, habe am Anfang natürlich den Booking Desk, also da, wo man die Kunden anruft, nicht gekauft. Schade, weil er gibt erstens mehr Geld pro Kunden dann, also pro Anruf meine ich. Und zweitens reist du sozusagen in die Zukunft ein bisschen, was die Zeit angeht. Und dann kommst du direkt in die Rush Hour. Jetzt müssen wir mal gucken, also. Mach erstmal dich und dich. So, ihr wollt so. Ihr wollt so. Okay. Ah! Einmal. Zweimal. Was wollt ihr? Okay, einmal so, einmal so. Okay, einmal so. Perfekt. Dann mache ich erstmal die Steaks, die durch sein müssen. Räume hier die Teller ab. Erstmal die Steaks, die durch sein müssen. Genau. Durch. Durch. Ah, komm, nimm. Durch. Durch. Und dann brauchen wir ganz wichtig nochmal ein Steak, was halb durch ist. Ich nehme mal kurz den Mob. Haben wir hier rüber. Zuck, zuck, zuck. Mob zurücklegen. Teller. Perfekt. Können wir mal so machen. Und schneller, 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 schneller. Die Kunden warten. Schneller, 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 schneller. Dann passt das.
zweimal durch. Zwei Stacks, die durch sind. Eins habe ich schon mal. Eins habe ich schon mal. Da hinten gehe ich sowieso nie hin. Und dann gucken wir mal, was die wollen. Eins, was gerade frisch ist. Okay. Das packen wir hier hin. Hier die beiden, die durch wollen. Das passt. Einmal. Und zweimal lassen Sie mich durch, Signore. Lassen Sie mich durch. Nehmen wir mit dem Mob hier durch. Ja, der Mob ist gut. Der Mob ist richtig gut. Der Mob ist richtig gut. Ohne den Mob wäre ich so aufgeschmissen. Nee, schnell, 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 schnell. Kunden warten draußen. Kunden warten. Oh Gott. Der wartet auch draußen. Den muss ich schnell machen. Schnell abwaschen. Schnell abwaschen. Ich muss abräumen. Ich muss abräumen. Ich habe keine Zeit zum Abwaschen. Okay, das sind die letzten Kunden. Okay, 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 okay. Das passt. Das Steak ist mir leider verbrannt. Das schmeißen wir mal raus in den Müll. Und dann muss ich jetzt ganz schnell Bestellung aufnehmen. Ey, das wird richtig... Das ist richtig stressig. Das ist richtig stressig. So. Hallo. Ein Steak. Zwei Steak. Bestellung aufnehmen. Bestellung aufnehmen. Zwei, eins, zwei. Die mache ich als erstes. Die mache ich als erstes, weil die einfach sind. Verkackt. Ich habe vergessen, es runterzunehmen. Nein! Und dann brauche ich noch eins. Ah, mach mal ganz kurz hier sauber. Genau. Ja. Einmal. Zweimal. Was wollt ihr? Eins und eins. Nehmen wir. Nehmen wir. Einmal kurz auf die Pfanne. Ich brauche zwei rohe. Lauf da weg. Okay. Perfekt, dann haben wir alles. Wir haben alles. Einmal. Und für Sie, Signore. Perfekt. Und oben haben wir auch. Junge, wenn du eine Ein-Mann-Armee bist, einfach in so einem Restaurant, ne? Normalerweise spielt man das ja wirklich im Multiplayer. Und für die Leute von euch, die Bock haben, wenn ihr irgendjemand von euch Bock habt, mal mitzuspielen, das Game kostet, glaube ich, einen Zehner. Ich verlinke das einfach unten in der Videobeschreibung, so wie ich es mit den anderen Games auch immer mache. Kauft euch das. Ich weiß nicht genau, wie teuer das ist. Ungefähr roundabout 10 Euro. Kauft euch das, wir zocken das zusammen. Ich habe da richtig Bock drauf, das mit der Community zusammen zu zocken. Weil das ist einfach ein Party-Game schlechthin. Ich feier's. Ich feier's, wirklich. Das macht ultra Spaß. Allows customer to change their order. Das ist Bullshit. Das ist so... Es wird uns so töten. Aber wir müssen es nehmen, weil ich will nicht nochmal mehr Essen anbieten. Also was anderes anbieten, wenn ich jetzt sowieso schon Probleme habe. Okay. Okay, okay, okay. Also Dynita, wir brauchen hier gar nichts tatsächlich. Wir brauchen hier tatsächlich gar nichts. Nichts, nichts. Wir können nichts gebrauchen. Wir kriegen auch nur Müll. Dumpwaiter. Oh nein. Ich roll nochmal. Das Ding ist, ich habe hier oben eigentlich den Cleaner, aber den braucht man nicht zwangsläufig, weil ich habe ja hier jetzt den Mob und der ist ja noch viel, viel besser eigentlich unterwegs. Mit dem ist es ja besser als, meiner Meinung nach, als mit dem automatischen Cleaner, der zwar dann, ja, wo du nichts machen musst, aber trotzdem. Tray Stand ist auch so eine Sache, finde ich sehr cool, aber musst du halt immer wieder auch absetzen. Lasting Mob. Water remains longer. Combiner brauche ich auch nicht, leider. Brauche ich leider nicht. Oh Gott, ich roll noch einmal. Komm, einmal rollen wir noch. Einmal rollen wir noch. Ich kriege auch nichts. Ich kriege nichts. Noch einmal rollen. Noch mal rollen. Dishrag, Coffee Table. Nein, wir haben richtig verkackt. Wir haben richtig verkackt, Leute. Ich sag euch, das ist jetzt die Runde unserer Niederlage. Yes, darf ich meine Restaurant zumachen? Ich darf es zumachen, die Restauranten. Die ganze Kunden machen mich kaputt. Die Finanzbeamten machen mich kaputt. Meine Lieferanten machen mich auch kaputt. Verdammt. Oh nein, 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 nein. Mein Essen verbrennt. Das ist nicht gut. Guck mal kurz im Mob. Hier sind richtig dicke Fettflecken. Und hier auch. Ah, pack weg den Schinken. Okay, wir haben zwei Steaks, die durch sind. Das ist schon mal gut. Kriegen wir hin. Einfach konzentrieren. Mit Rhythmus arbeiten. Mit Rhythmus. Einfach mit Rhythmus arbeiten. Dann passt das. Was wollen Sie?
Ja, ich stelle erstmal kurz hier ab. Was wollen Sie? Was wollen Sie? Ah, oh, ihr wollt eine Roh! Die wollen alle roh! Was ist los mit euch? Das ist nicht gesund! Junge, das wird unsere Runde, wo wir verkacken. Ich sag's, wie es ist. Okay, ich muss rohe Steaks machen. Ich muss mal ganz kurz den Fettfleck hier wegmachen. Das können wir machen. Das können wir machen. Und dann brauche ich nochmal ein rohes Steak. Verdammte Scheiße, ich kann's... Ja, ich pack's ins Waschbecken. Nein! Nein! Die Kunden warten! Die Kunden warten! Was wollen Sie? Oh mein Gott! Ja, das haben wir, aber ich warte kurz auf das Rohe. Eins nach dem anderen. Schön mit der Ruhe. Vielleicht kriegen wir es ja doch noch hin. Schön mit der Ruhe. Einfach mit der Ruhe. Guck mal, da haben wir das. Siehst du, eigentlich geht das. Man darf nur nicht so ausrasten. Man muss mal ruhig die Kunden einen kleinen Moment warten lassen. Das muss nicht immer schnell, schnell gehen. Einzige ist, man sollte die Kunden nicht draußen warten lassen. Guck mal. Weil das Ding ist, ich habe ja den ganzen Glockentimer. Ich nenne das jetzt einfach den Glockentimer, weil da eine Glocke ist. Ah, hier über deren Köpfen. Da habe ich ja Ruhe. Und dann kann ich ja danach das Essen annehmen. Dann kann ich erstmal sauber machen. Neue Kunden reinlassen. Erstmal abspülen. Damit wir Teller haben. Oh, alles gut. Oh, jetzt müssen wir schnell machen, weil draußen warten Kunden. Draußen warten Kunden. Draußen warten Kunden. Ich muss ganz schnell ein Einer. Nur ein Einer machen. Komm. Nur ein Einer. Ja, perfekt. Okay. Lass ihn nicht warten. Schnell essen, mein Freund. Und raus mit dir. Dankeschön. Ihr könnt rein. So. Perfekt. Jetzt nehmen wir hier die Bestellung auf. Oh, guck mal, herrlich. Der kriegt von mir das, was im Waschbecken liegt. Ein frisches Steak für Sie. Ah, nein, der wollte ja gar nicht sowas. Was? Der hat seine Bestellung geändert. Das geht nicht. Das geht so nicht. Wer macht denn sowas? Wer nimmt denn bitte ein... Wer sagt denn, ich möchte ein Steak, was durch ist und auf einmal will ich doch ein rohes? Das macht niemand, das ist unrealistisch. Du kannst sagen, meinetwegen, yo, ich möchte ein Steak, was medium ist und dann sagst du, okay, ich möchte doch lieber, dass es durch ist. Das geht. Das geht. Können wir den Timer nochmal nehmen? Boah, Bruder, da brauchen wir noch mehr. Ganz schlechte Idee. Ich mach mal hier. Ganz schlechte Idee. Wir müssen richtig aufpassen, was wir jetzt tun. Das durchbraten. Das nehmen wir jetzt. Machen so. Genau. Nehmen deren Bestellung auf. Mach erstmal das hier. Das war nicht gut! Ich hab verloren! Nee, hab ich noch nicht. Noch nicht. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Hallo! 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 Ich brauch ein Steak! Ganz schnell! Ein Steak! Eins. Zwei. Runternehmen. Abstellen. Braten. Wir kriegen's hin. Wow. Bro. Mach nicht den. Okay. Okay, okay. Wir haben es geschafft. Tag 10. Ey, das ist schon wirklich struggling. Das Problem ist, die kommen jetzt nicht nur alle auf einmal. Die ändern auch noch ihre Bestellung ab. Wer macht denn sowas? Wer? Wer? Ich putz mal kurz den Laden. Oh, Leute, ey. Leute, unglaublich. Okay, okay. Kein Problem. Kein Problem. Was haben wir hier alles? Fireplace. Achso, das sind Dekorationen. Die sollten wir vielleicht mal kaufen, aber wir haben viel zu wenig Geld dafür. Ah, komm, wir haben gesagt, scheiß auf die Dekoration. Scheiß auf die Dekoration. Wir machen ohne Dekoration. Wir machen diese Runde jetzt einfach erstmal ohne Dekoration. Ich bin gerade hier schon viel zu überfordert mit der Runde halt, ne? Ich bin alleine. Ich glaube, man kriegt das trotzdem gut hin. Man muss nur irgendwie gucken, dass man ein besseres Money Management hat oder so. Das passt schon.
Also ich würde sagen, wir fangen hier wirklich an mit den Steaks, die durch sind. Weil das sind meiner Meinung nach die, ja, das sind halt die, die am längsten dauern. Also würde ich hier Steaks vorbereiten, die durch sind. Die anderen gehen relativ schnell, das sollte kein Problem sein. Genau. Nehmen wir hier noch welche. Machen wir so wieder. Und fragen Helmut da hinten, was er möchte. Fragen die beiden, was sie möchten. Fragen den hier, was er möchte. Und fragen die, was sie möchten. Dann fangen wir hier an. Und dann können wir die oben erstmal abklappern. Genau, das kriegen wir hin. So, siehst du? Easy, das kriegen wir hin. Nimm die Teller direkt mit. Wir laufen nie leer. Nicht leer laufen. Das hat mein Vater mir in der Gastronomie beigebracht. Niemals leer laufen. Und dann hauen wir erstmal ganz kurz, damit wir die auch nochmal machen. So. Genau, dann brauchen wir das noch und das noch. Ja, dann passt das. Der hat gegessen. Einmal so. Nice, ey. Mangiare, mangiare. Mangiare, mangiare, mangiare. Muss ich mal ganz, ganz kurz Teller abräumen. Teller abwaschen. Kurz mal den Laden durchputzen, bevor die neuen Gäste reinkommen. Und dann nehmen wir die alten Teller wieder runter hier. Und dann passt das. Und jetzt müssen wir wieder ein bisschen vorbereiten. Das gleiche nochmal. Wir machen erst die Durchsteaks, würde ich sagen. Ja, ich mache erstmal Steaks, die durch sind. Wobei, die hier könnte man echt gut nehmen, ne? Ja, komm, der wechselt jetzt nicht deine Bestellung. Das hat er nämlich gerade zweimal gemacht. Er hat zweimal seine Bestellung geändert. So. Einmal hier oder her. Dann machen wir wieder Steaks, die durch sind. Genau. Dann kriegen wir das relativ gut hin, denke ich mal. Dann nehmen wir mal kurz deren Bestellung. Jo, passt. Und dann brauche ich ein Steak. Boah, bei zwei Leuten ist das ja immer unfair, ne? Bei zwei Leuten ist das ja immer unfair. Okay, ich brauche eins. 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 Das verbrennt mir. Nein, das verbrennt mir. Schade. Verdammt. Egal. Was soll's. Nimm den Teller auf. Ich kann den Teller nicht abstellen. Ich kann ihn nicht ablegen. Mein Essen verbrennt. Ich habe zu viele Tasks. Zu viele Tasks. Oh. Die warten oben auf ihr Essen. Schmeiß raus die Steaks. Brauche ich nicht. Neu machen. Neu machen, aber dann auch schnell machen. Das sind die letzten Kunden, das sollten wir hinkriegen. Komm, Fett wegmachen. So, und jetzt aber. Zack, 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 zack. Einmal hier. Einmal hier. Okay, wir brauchen zwei Medium Steaks. Zwei Medium. Zwei Medium, kriegen wir hin. Medium easy. Nein, das eine verkacken wir. Oh nein, das ist schon wieder so ein Steak geworden. Okay, 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 okay. Was wollt ihr? Oh, das kriegen wir hin. Einmal. Gib ihn. Bitteschön. Was wollt ihr? Zwei rohe. Okay, alles klar. Zwei raw. Medium rare. Genau. Okay, okay. Zwei medium rare. Ich mache erstmal die da oben. Ich mache erstmal die oben. Genau, ich mache erstmal die oben, weil die werden schon ungeduldig. Die werden wirklich schon ungeduldig. Und das Steak kann ich schon wieder in die Pfanne hauen. Das ist schon wieder schlecht. So. Jetzt aber. Eins. Zwei. Ein vorbereiten. Den anderen nehmen wir direkt dann von dem Tellerstapel, würde ich sagen. Oh ja. Okay, haben wir. Jetzt ändert nicht eure Bestellung. Okay. Mit Ach und Krach gerade so noch das Tagesgeschäft hinter uns gebracht. Oh. Wow. Okay. Grazie, Signore. Vielen, vielen Dank für Ihren Besuch. Beeren Sie uns bald wieder. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Oh mein Gott, wir haben einen Ofen. Wir haben nach 50 Jahren endlich einen Ofen. Wow. Wow. Und der Ofen, den nehmen wir als safe. Safe. Dann können wir nämlich drei Steaks machen. Ist ja nicht so, als ob ich schon überfordert wäre mit einem. Nein, wir machen drei. Okay. Ah, und dann würde ich sagen, rerollen? Nee, oder? Dumbwait? Nee, wir rerollen einmal. Ich glaube, sonst brauchen wir kein Geld für irgendwas. Und Leute, ich würde sagen, ja, komm, wir ziehen einfach erstmal weiter durch.
Smart Grabber. Das ist nicht gut hier. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Ich bereite schon wieder die Teller vor. Passt. Okay. Das Gute ist, an dem Ofen, er ist halt voll schnell. Bam, 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 rausnehmen. Sehr gut. Dann haben wir einmal so. Machen wir zweimal erstmal die hier. Weil jetzt haben wir einen Ofen, der macht nämlich sehr schnell die Steaks durch. Ich darf nur nicht zu viel vorbereiten. Genau. Das macht nämlich zack, zack, zack. Jetzt habe ich nämlich, ich würde sagen, relativ gut. Hier kann ich nochmal einen lagern, der gerade frisch ist. Genau. Das reicht. Und dann passt das. Alter, die kommen echt, da kommen echt viele. Da kommen echt viele. Was willst du? Was willst du? Okay. Das hier, den kann ich schon mal da bedienen. Einmal. Einmal. Teller mitnehmen. Teller mitnehmen. Und dann haben wir hier nochmal. Ja, habe ich auch direkt. Guck mal. Oh ja. Also ich sag mal, mit dem Ofen Quality of Life. Mit dem Ofen ist schon wirklich deutlich, deutlich angenehmer. Deutlich angenehmer. Also mal ganz kurz hier wischen. Das stört ein bisschen beim Bedienen. Deutlich angenehmer mit dem Ofen. Ich glaube, das Angenehmste wäre jetzt nur, wenn ich noch einen Dishwasher hätte. Also hier eine, wie nennt man die nochmal? Spülmaschine. Spülmaschine wäre, glaube ich, noch angenehmer. So, einmal hier. Und einmal hier. Oh, perfekt, perfekt. Ofen, Quality of Life. Ich sag's ja, wie es ist. So, das machen wir mal so und das machen wir mal so. Ja, perfekt. Oh nein, hat seine Bestellung geändert. Wow. Machen wir. Gut. Schneller! Was ist los? Ach so. Was? Schnell! Einmal. Einmal. Ich habe gerade auf den Teller Oh Gott, ich muss abwaschen. Ich muss abwaschen. Ich muss abwaschen. Sonst bin ich gleich. Ich bin gleich down. Ich muss abwaschen. Ich muss abwaschen und abräumen. Hallo! Hallo! Los! Los! Mein Gott, ich bin voll gestresst. Übertrieben hier. Wie viele Kunden sind das noch? Junge, das hört nicht mehr auf. Das hört nicht mehr auf. Ich habe die Runde verloren, glaube ich. Ja, ich habe die Runde safe verloren. Safe! Safe! Was will der? Was will er? Das kann ich ihm bringen. Nein! Nein! Ist schneller! Ist schneller! Nächste Kunden! Oh, nee, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Boah! Ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist gerade. Ich kann nicht gehen! Meine Steaks sind verbrannt! Nein! Ich gebe auf! Ich gebe auf! Oh Gott, ich bin richtig am Sweaten, ey. Richtig ins Schwitzen gefühlt. Das ist ja fast schon wie Sport. Da brauche ich ja gar nicht mehr zum Sport gehen. Oh, ist das geil, Mann. Ist das geil, Leute. Also, war eine schöne Runde. Das ist auf jeden Fall Plate Up. Plate Up. Ich habe meine eigene Restaurante gehabt. Und in dieser Restaurante musste ich leider schließen, weil die Kunden haben mich verpfiffen bei dem Gesundheitsamt und bei dem Finanzamt. Und ja, bitte, bitte, bitte vergesst nicht, ein bisschen zu spenden für den nächsten Laden. Nein, Spaß beiseite natürlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Ich küsse eure Herzen und falls ihr Bock habt auf mehr solcher Videos, dann schreibt es mir doch gerne unten in die Kommentare. Und vergesst nicht zu liken, verdammt, und zu abonnieren. Tschüss.